Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts stellen wir dir den neuen Taster Smart 55 von MDT vor. Das lange Warten hat ein Ende. Viele von euch haben auf den Taster lange Zeit gewartet und ich kann sagen, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Taster Smart 55, wie der Name schon sagt, ist der kleine Bruder vom Glastaster Smart von MDT und hat neben den vier Tastpunkten auch ein kleines Display integriert, um Statuszustände beispielsweise von Jalousie oder von der Beleuchtung anzeigen zu können. Des Weiteren kann er natürlich auch den aktuellen Temperaturwert anzeigen, die Luftfeuchtigkeit oder andere Werte, die einem so gerne im Raum angezeigt werden sollen. Der Taster Smart 55 ist vor allem für Leute interessant, die im Raum keinen Glastaster verwenden können oder wollen, aber trotzdem zum Beispiel die aktuelle Temperatur angezeigt haben wollen, um somit dann auch dementsprechend nachsteuern zu können. Der Taster Smart ist vom Grundaufbau her eigentlich identisch zu den Taster Lite. Das heißt, ich habe eigentlich das gleiche Tastgefühl bei den Tasten. Er passt genauso in jedes 55er Maß und somit habe ich die Möglichkeit, diesen Taster eigentlich in jedes Standard-Schalterprogramm zu integrieren und somit auch mehr aus einem Taster rauszuholen. Im Detail schauen wir uns heute den BETAS55T an. Das T steht dafür, dass der Taster einen integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler integriert hat. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wie gewohnt bei MDT, den Temperaturwert auf den Bus zu senden und auch gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit. Am Display, dem Standby in dem Fall, kann ich rollieren anzeigen lassen, zum Beispiel die Uhrzeit, die aktuelle Ist-Temperatur am Fühler, die relative Luftfeuchtigkeit oder halt eben dann auch den Taupunkt, was auch mal ganz spannend ist, wenn man jetzt wirklich gut regeln möchte, beziehungsweise wenn man jetzt darauf achten möchte, dass zum Beispiel sich keine Stockflecken bilden, ist das eine gute Geschichte, um dann auch den Taupunkt mit auf dem Zettel zu haben. Vom Grundaufbau ist der Taster Lite oder der Taster Smart 55 eigentlich genau wie alle anderen MDT-Taster auch. Er ist extrem flach. Ich stecke mal vom Bus ab. Wie man hier sieht, er ist extrem flach aufgebaut. Das heißt, ich habe in meiner Unterputzdose noch jede Menge Platz. Vom Taster an sich ist er auch identisch zum Taster Lite. Das heißt, vom Design her fügt er sich perfekt mit ein. Ich habe jetzt hier als Beispielrahmen mal einen Gira S55-Rahmen. Er ist extrem unscheinbar, wenn man das möchte. Und er schaut auch nicht wirklich weit aus dem Rahmen raus. Das heißt, ich habe wirklich einen schönen Taster, der sich in mein vorhandenes Schalterbild gut einfügt und somit extrem unscheinbar. Der Vorteil von dem Smart 55 im Vergleich zu den drei anderen eben genannten ist halt eben, er hat das Display drin. Ich habe hier die Möglichkeit, alle bekannten Symbole von MDT zu nutzen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Jalousie auf ab reingebracht, einfach eine normale Taste für Licht an und aus und zum Beispiel auch Tunable White. Das heißt, was die anderen Taster gut können, ist natürlich auch, so wie es der MDT auch macht, Thema RGBW oder Tunable White Steuerung zu realisieren, das ist super. Aber die haben den großen Nachteil, ich kann den Status dieser jeweiligen Steuerung nicht einwandfrei sehen. Und da sind wirklich die großen Stärken bei diesem Taster, weil wie gewohnt, auch beim Glastaster oder beim Smart 86, ich habe eine schöne Rückmeldung drin. Ich sehe genau, auf wie viel Prozent steht meine Beleuchtung oder auf welcher Farbtemperatur steht gerade meine Beleuchtung oder Jalousie. Das macht die Sache doch oftmals sehr viel einfacher. Ist eine Geschmackssache, muss man auch klar sagen. Viele Kunden wollen es ein bisschen weniger. Aber bei der Rückfrage von euch haben wir natürlich schon gemerkt, das Interesse vieler Kunden liegt beim Smart 55, um auch Nebenräume sauber steuern zu können. Ja, wie gehabt, lassen Sie uns jetzt mal gemeinsam die Applikation anschauen. Können wir ein bisschen schneller drüber gehen. Die Applikation an sich ist sehr ähnlich zu der des Taster 55. Aber schauen wir uns einfach die Themen an. Für den einen oder anderen sind bestimmt auch noch neue Themen mit dabei. Die Applikation des neuen Taster Smart 55 ist, wie von MDT gewohnt, sehr aufgeräumt und eigentlich selbsterklärend. Ich kann bei dem Display verschiedene Themen einstellen,
sei es schwarz oder weiß als Hintergrund beispielsweise. Ich kann sagen, wie die verschiedenen LEDs eingestellt werden sollen. Ich kann meine benutzerdefinierten Farben reinmachen. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. In der Infoanzeige kann die Anzeige, das Statuselement, kann im Wechsel innerhalb von ein paar Sekunden eingeblendet werden. So kann ich zum Beispiel sagen, dass das erste Element soll die Uhrzeit sein, die nächste soll die interne Temperatur sein, das nächste ist die interne relative Feuchte, also vom integrierten Sensor, und ansonsten soll vielleicht noch die Taupunkttemperatur angezeigt werden oder halt eben einer der frei belegbaren Statuswerte. Die Statuswerte kann ich dementsprechend hier mit eingeben, dass ich die dann separat vom Bus ziehen kann. Die Tasten können entweder horizontal, also sprich Tastenpunkt oben und unten, oder Tastenpunkt links und rechts sein. Es kam auch häufig die Frage auf, ob man den Taster irgendwie drehen kann, dass die LEDs dementsprechend auf der Seite sind. Das ist leider nicht möglich, weil das Display an sich sich nicht drehen lässt, sondern einfach nur die Wippen können anders angepasst werden. Genauso, der Taster hat keine Patch-Funktion. Auch das war eine Frage, die von vielen Usern an uns herangetreten worden ist. Bei den Tasten, ich habe genug Beschriftungsmöglichkeiten mit drin. Ich habe eigentlich alle Funktionen, die man so in einem modernen Taster braucht. Vom Schalten, Dimmen, Wert natürlich, HSV-Steuerung, Schulterbreite, alles mit dabei. Von den Symbolen, man kennt sie eigentlich soweit, das bleibt beim MDT Look and Feel, was auf jeden Fall auch da vollkommen okay ist. Status-LED, auch hier, wie gewohnt, kann ich die verschiedenen LEDs dementsprechend zuweisen, beziehungsweise kann sagen, wann sollen die LEDs leuchten und wie sollen sie vor allem leuchten, bei Tag oder bei Nacht. Integrierte Logiken hat er auch mit drin und oder auch die Möglichkeit, einen Wert zu senden bei einer Tasterbetätigung. Dementsprechend kann ich hier dann auswählen, welcher Wert noch dazu kommt. Auch das kann manchmal helfen bei der ganzen Thematik. Ich möchte hier einmal ganz kurz noch auf das Thema zu sprechen kommen. Wir gehen mal kurz auf Jalousie und Rollläden. Das ist wirklich eine Besonderheit bei den neuen MDT-Tastern, die innovative Gruppensteuerung. Das heißt, ich habe beispielsweise auf der normalen Wippe nur einen Rollladen oder einen Jalousie beispielsweise mit drauf programmiert. Und über die innovative Gruppensteuerung werden mir, ich zeige es mal kurz hier, Zusatzkommunikationsobjekte reingebracht, wo ich beispielsweise beim langen oder überlangen Tastendruck nicht nur diesen einen Jalousieantrieb steuern kann, sondern zum Beispiel die ganze Gruppe, also das ganze, den ganzen Raum dementsprechend verdunkeln kann. Das ist sowohl bei Jalousie als auch zum Beispiel bei Schalten drin oder beim Dimmen. Das macht die Sache auf jeden Fall sehr interessant. Korrigiere, beim Dimmen ist es nicht mit drin. Bei der Temperatureinstellung kann ich dann den Messwert noch einmal abgleichen, kann auch sagen, inwieweit oder wie zügig der gesendet werden soll und habe somit dann sowohl die Temperatur als auch die relative Luftfeuchtigkeit in meinem Bussystem. Ein Thema noch, die Taupunkttemperatur kann ich schon mal separat aktivieren und bekomme dann dementsprechend auch nochmal diese Temperatur auf den Bus gebracht, um zum Beispiel Fehlermeldungen oder Störmeldungen rauszusenden. Ich kann dementsprechend auch dann nochmal eine Differenz mit einstellen, dass, wenn eine gewisse Differenz eingetreten ist, dass dann dieser Alarm losgehen soll. In dem Fall nochmal ein separates Kommunikationsobjekt. Mit dem Taster Smart 55 bringt MDT auf jeden Fall die Möglichkeit auf den Markt, auf kleinem Raum auch smarte Funktionen auf einem Display abbilden zu können. Ich denke, viele Kunden werden das auf jeden Fall zu schätzen wissen. Die Nachfrage von euch ist auf jeden Fall schon riesig zu diesem Produkt. Ist am Ende vom Tag eine Geschmackssache, muss man auch dazu sagen. Ich denke, viele Kunden werden die normalen Taster Lite oder andere kleine KNX-Taster bevorzugen. Aber im Grunde genommen, der Taster an sich hat alles drin, was man braucht. Und wenn man, sage ich mal, eh schon viele Glastaster im Haus hat und braucht für einen Nebenraum ähnliche Funktionen, ist der auf jeden Fall genau der richtige Taster.
dass die Patch-Funktion jetzt nicht mit drin ist, okay, ist schade, kann man, glaube ich, auch drüber hinwegsehen. Und den Tastpunkten ist ja wieder Taster Lite. Da kommt er noch nicht so ganz an die Kollegen von Jung, Ling und Janke mit ran. Da ist er deutlich, deutlich fester vom, vom Tastpunkt, aber vollkommen okay. Von daher, wenn ihr weitere Fragen habt zum Produkt, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.